Willkommen zurück zu Castlevania. Ja, und jetzt ist anscheinend der richtige Endboss da. Schauen wir mal. Oh, Hilfe! Ah, und Feuer ist nicht gut. Ja, die Frage ist jetzt, wie soll ich den jetzt hier, ne? Erledigen. Den überhaupt treffen? Soll das sie sehen? Ich kann den gar nicht richtig treffen. Was soll ich denn da machen? Wir haben schon wieder... Nee, ist am Tage. Okay. Wo ist denn der jetzt? Hä? Da ist der. Und wo ist der andere? Ehrlich gesagt, weiß ich hier nicht genau, was ich machen soll. Ach so. Okay. 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 Ich hoffe, man kann jetzt hier fortsetzen. Nee. Da lade ich doch lieber hier. Ach, wieso habe ich denn nicht... Boah, das ist doch kacke, ey. Das habe ich vergessen zu speichern. So, das haben wir alles schon gesehen. So. So. Ja, und du möchtest auch mal... Der war ja hier nicht so schwer. Wenn er sich mal zeigen würde jetzt. Da hat er sich vorhin aber mehr gezeigt. Jetzt ist er doch hier gewesen. Sieht das eben zu scheiße. Alter, jetzt verbrauche ich hier schon. Ah, und wir haben es Nacht. Hab ich ganz vergessen. Sonnenkarte, bitte. Ist ja klar, dass er jetzt schwerer ist. So, jetzt sollte er nicht mehr so schwer sein. Wenn er mal auftaucht. Dann ist er wieder weg. So ein elender Bastard. Ja, da ist er natürlich nicht. Er ist dann genau in der Ecke, wo ich nicht... Also, es ist ja... Ja, irgendwie nicht. Na, ich hoffe mal, dass die Rostbeefs reichen hier. Ich muss dann unbedingt danach speichern. Weil das geht gar nicht.
So viel hat er nicht mehr. Oh, was ist das? Aua. Das tat aber schon mehr weh. Kommt mir vor, als wenn der jetzt auch stärker ist. Weiß nicht warum, aber... So, jedenfalls haben wir den jetzt. So, das haben wir ja auch gesehen. Das haben wir auch gesehen. So. Jetzt habe ich hier mal einen Safe gemacht. Hier, warte mal, da nehme ich doch noch mal ein Ostbeef. Sonst überleben wir das nicht. Aber der hat hier gar nicht so viel ausgehalten. So. Okay. Das war's, glaube ich, schon. Oder? So ein Drache oder was, ne? Der wahre Dracula. Das wahre Böse, würde ich mal sagen, weil... Der geht erstmal zurück in die Hölle. Ui, wo sind wir denn jetzt hier? Das komplette ganze Schloss geht unter. Sag, wird der Kampf gegen Dracula denn nie vorbei sein?
ne? Eine Rose. Ach, die Rose, die haben sie jetzt aus der Hölle wieder zurückgeschickt, oder wie? Und jetzt ist sie wieder ein normaler Mensch? Reinhard! Sich in den Herzen einnistet, kann Dracula, der Kampf der Menschheit gegen Dracula ist endlos. Der Kampf gegen das Böse wird ewig fortdauern. Das ist das Schicksal der Menschheit, der Menschen. Aber fürs Erste hat er ja besiegt, aber wir glauben an die Menschen und die Liebe. Das verleiht uns Hoffnung und Kraft und zerstreut Zweifel. Solange wir hoffen, kann das Böse nicht siegen. Schnieder. Lass uns heimgehen. Deine Familie wartet sicher auf dich. Das eine Wort mit Schnieder, das sollte ein bisschen Schneider heißen, oder? Naja, aber er hat das Böse bekämpft. Ja, hat eine Frau abgekriegt. Er kann sich doch glücklich schätzen. Hat sich doch gelohnt, der Kampf. Tja, Leute. Habe ich jetzt gar nicht so gedacht jetzt. Also der erste Dracula, ich nenne den mal ersten Dracula, der war ja schon eine ganz schön harte Nummer, muss ich sagen. Der hat mich ja echt verrückt gemacht. Dagegen jetzt der Malus, der angeblich dann der Dracula war, oder er war er ja wahrscheinlich, der war erstmal leicht und dann der richtige Dracula in seiner Bestienform. Der war auch, habt ihr gesehen, ne? Brauchte ich bloß ranrennen. Man musste bloß vollgeheilt sein. Und ich denke mal, dass vom Entwickler nicht beabsichtigt ist, dass man den so platt macht. Ich denke mal schon, dass die denken, dass man dann rumrennt und so, wie ich zum Anfang, das ist beim ersten Mal. Aber ist ja egal, tot ist tot, ne? Egal wie, ne? Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht eigentlich, das Spiel, bis auf einige Stellen mit dem Hüpfen und so und das Gefehle dann. Aber das ist ja bei mir normal eigentlich, ne? Aber ich habe es trotzdem durchgeschafft, echt gestaunt. Hätte ich das gewusst, hätte ich das mal viel eher schon mal let's played. Hab mich nur immer nicht getraut, ne? Aber dann weiß ich ja jetzt, was ich mir so zumuten kann. Dann gibt es nämlich noch einige Spiele, die ich auch noch im Petto habe, wo ich mich auch immer noch nicht so angetraut habe. Na, mal sehen, was da noch kommt. Ja, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Projekt. Werden noch viele PS1-Spiele, wie gesagt, kommen und N64-Spieler auch. Das war jetzt hier N64. Ich habe übrigens noch eine andere Version hier von Castlevania. Die fängt doch ganz anders an, mit auf dem Boot und so. Muss ich mal selber ein bisschen spielen, um zu gucken, ob das eventuell nur der Anfang anders ist und dann dasselbe mit dem Schloss. Oder ob das ein komplettes anderes Spiel ist. Auf jeden Fall spielt man da einen anderen Charakter, das weiß ich. Muss ich mal nachschauen, also selber mal spielen. Wenn das ein komplett anderes Spiel ist, kann ich es ja auch noch let's playen. Na gut, dann sage ich vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, wie gesagt. Vielen Dank an alle, die mir Kommentare dagelassen haben und Likes dagelassen haben. Da freue ich mich immer sehr.
antworte natürlich auf jede Nachricht, ne? Ist ja klar. Und ja, sage tschüss, bis zum nächsten Projekt. Lasst euch überraschen. Ciao.